in der Zimmerstraße. Ja, wir hatten ja 8-Stunden-Dienst. 8 Stunden. Also, und da mussten wir mal 8 Stunden an der Grenze. Das heißt also 3 Stunden vorher in der Kaserne aufstehen, also praktisch wecken, frühstücken, Waffenempfang und. Und dann so losfahren, dass wir also dann, sagen wir mal, um 6 an der Grenze waren. Und der Grenzabschnitt, den wir hatten, von Potsdamer Platz bis zur Schillingbrücke, Oberbayernbrücke, da war eingeteilt in 4 Abschnitte. In 4 Grenzabschnitte war er eingeteilt. In der Zimmerstraße beziehen an diesem 17. August Doppelposten Stellung. An der Ecke Charlottenstraße Posten 3, Feldwebel Schönert und Gefreiter Buske. An der Kreuzung Markgrafenstraße Posten 4, Unteroffizier Friedrich und der Gefreite Schreiber. Ja, 1990 besuche ich die Schwestern von Peter Fechter. Ruth, links im Bild, ist 2005 verstorben. Gisela möchte heute nicht mehr vor der Kamera sprechen. Solche Interviews wühlen sie zu sehr auf. Im Interview von damals ist noch die ganze Unwirklichkeit der Maueröffnung zu erahnen. Und die Trauer. Also ich habe in Erinnerung, dass wir mit meinem Bruder da verabredet waren im Garten. Und das war eigentlich auch ein sonniger Tag, sonst wären wir eigentlich da nicht hingefahren. Ja, naja, bei Regen mit dem Baby wären wir da nicht hingefahren, ja, mit dem Kinderwagen, Kind und Kegel. Und wir haben dann da gewartet und gewartet und war eigentlich nicht seine Art, dass er nicht kommt, ja. Peter Fechter arbeitet an diesem 17. August am Alten Palais unter den Linden. Gegen Mittag machen er und sein Arbeitskollege und Freund eine Pause. Seit einiger Zeit denken die beiden über eine Flucht nach West-Berlin nach. Die Gegend nahe dem Springer-Hochhaus finden sie am geeignetsten. Sie kennen sich hier aus. Was danach geschah, wird der Freund von Peter später zu Protokoll geben. Am Freitag, den 17. August 1962 um die Mittagszeit, gingen wir schon vor der Arbeitspause von unserer Baustelle in einen Imbissladen. Hier aßen wir eine Kleinigkeit. Wir redeten noch einmal über unsere Flucht. Wir gingen dann die Friedrichstraße entlang hinunter bis zur Charlottenstraße. Dort stand ein Doppelposten von der Grenzpolizei. Um von den Grenzposten nicht angesprochen zu werden, gingen wir bis zu einer von uns ausgesuchten Schreinerei. In der Schreinerei in der Schützenstraße 8 fielen die beiden nicht auf, als sie durch die Werkstatt gingen. 1962 arbeitet dort der Lehrling Karl Reckwart. 1990 erinnert er sich. Ich habe sie persönlich zuerst nicht gesehen gehabt, aber der Kollege, der die beiden angesprochen hatte, sagte später, dass sie eben Maurerkluft anhatten und dass er gedacht hat, dass die zu den Maurern gehören, die gerade Bauarbeiten bei uns im Gebäude ausgeführt haben. Und die sind hier durch den Betrieb durchgegangen und ein Kraftfahrer von uns hat gerade Späne nach hinten gebracht. Hattet ihr gesehen, dass die beiden eben da die Bretter rausbrechen, hat sie noch angesprochen und kam ganz aufgeregt ins Büro gerannt und sagte, dass eben da hinten zwei an der Grenze die Fenster aufbrechen. Vor den beiden liegt die Zimmerstraße, der 10 Meter breite Todesstreifen, nur ein paar Meter bis zur Mauer. Etwa 14.10 Uhr ist es. Warten auf den Wachwechsel. Posten 4, der Unteroffizier der DDR-Grenztruppen Rolf Friedrich und Gefreiter Erich Schreiber, befinden sich zu diesem Zeitpunkt in der Markgrafenstraße auf einem Patrouillengang. Kurz nach 14 Uhr sprangen wir nacheinander durch das Fenster in die Zimmerstraße. Peter sprang zuerst und ich hinterher. Wir durchliefen den 10 Meter breiten Streifen bis an die Mauer. Peter war zuerst ran. Ich war 2 bis 3 Schritt zurück. In diesem Augenblick fielen Schüsse. 5 bis 6. Peter blieb wie angewurzelt stehen. Ich sprang an der Mauer hoch und zwängte mich durch den Stacheldraht. Warum Peter nicht geklettert ist, weiß ich nicht. Er sprach kein Wort.
Ich rief ihm noch laut zu. Nun los, mach doch, spring. Er rührte sich nicht. Er hat auch nichts mehr gesagt. Margit Hosseini ist Geburtstagsgast in der Charlottenstraße in West-Berlin. Und wir waren denn gerade angekommen und bereiteten unsere Party vor. Und dann hörten wir die Schüsse. Ja, und dann war, wir sind ans Fenster gelaufen, das war im dritten oder vierten Stock. Ich hatte Feierabend, bin dann rausgegangen und hatte eigentlich erst mit dem Gesicht in die Toreinfahrt gestanden, um auf meinen Freund zu warten. Und auf einmal wurde geschossen. Wie viel Uhr war es? Das war so gegen 14.15 Uhr. Als ich mich dann umgedreht habe, dann habe ich eine Person auf der Mauer gesehen und eine Person unten. Also wenn ich mir das Bild jetzt betrachte, der Eingang war dort und wir standen hier vorn in der Litwasssäule und es war dann diese Blickrichtung. Das war traumatisch für uns alle. Es war richtig schrecklich. Also diesen jungen Mann da zu sehen und in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner Erinnerung lag der auf der Seite wie ein S. Und der schrie richtig um Hilfe. Peter Fechter liegt an der Mauer, unfähig aufzustehen. Über 30 Schüsse waren abgegeben worden. Einer hat ihn getroffen. Der Verletzte, der da liegen blieb, Peter Fechter, wie wir später erfahren haben im Fernsehen, der rief ja immer um Hilfe. Und als nur nach 10 Minuten oder eine Viertelstunde noch nichts passiert war, da wurden natürlich die Kollegen sehr unruhig. Und dann gingen auch an den gegenüberliegenden Häusern Fenster auf und dann riefen sie einzelne Mörder und so. Die Grenzsoldaten sind in diesem Moment auf sich allein gestellt. Ihr Vorgesetzter Heinz Schäfer ist in der Kaserne in Berlin-Rummelsburg. Und da kam der Anruf, dass ein Grenzverletzer angeschossen wurde. So, und das kriegte ich ja mit. Und da habe ich sofort geantwortet, rausholen. Und da sagte mir der Zugführer, ich schicke da niemanden rein, drüben auf der Westseite. Die Polizisten, bewaffnet, haben gerufen, wenn ihr hereingeht, wird geschossen. So. Und da habe ich gesagt, ich komme sofort raus. Und dann bin ich losgefahren. Hartmut Moldenhauer war im August 1962 gerade ein paar Wochen bei der Westberliner Schutzpolizei. Heute verwaltet er das Polizeiarchiv im Berliner Polizeipräsidium. Hier liegen auch die Einsatzprotokolle des 17. August 1962. Hartmut Moldenhauer zur Bedrohung durch die Westberliner Polizei. Es kann natürlich auch gewesen sein, dass ein bestimmtes Gefühl von Bedrohung da war, aber ich glaube, niemand hätte in irgendeiner Form eine Aggression gegen denjenigen begangen, der den da rausgeholt hätte. Das Nicht-Einschreiten der DDR-Grenzsoldaten war auch Ratlosigkeit. Kein Vorgesetzter vor Ort, der die Lage einschätzte, der den Befehl zum Bergen hätte geben können. Und es war vor allem Angst, aus West-Berlin beschossen zu werden. 3 tote Kameraden, erschossen von Flüchtenden, Fluchthelfern und Westberliner Polizisten, waren allein in Berlin seit dem Mauerbau zu beklagen. Ein amerikanischer Helikopter schwebt über der Szenerie. Neugierige auf beiden Seiten in Ost- und West-Berlin. Immer mehr Menschen strömen zur Zimmerstraße, Ecke Charlottenstraße. Später, als die Zeit immer länger wurde, kamen auch amerikanische Soldaten angefahren mit Militärfahrzeugen. Und da sah das auf einmal recht bedrohlich aus. Also hat man versucht, die Kollegen zu beruhigen.
weil man ja nichts machen konnte.